Digitales Sichtverbesserungssystem. Willkommen zurück. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit geredet. Und okay, da muss ich jetzt bei dem Programm ein bisschen mehr aufpassen. Okay, verstehe. Nee, weil das Twitch Studios Beta hat jetzt irgendwas, hat mir jetzt meinen ganzen Sound und mein halt gar nichts von mir aufgenommen und das ist jetzt ein bisschen doof gewesen. Split, Chat, Split, 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 Chat, Split, Muli, bloß mal so, was wir machen. Kein Ziel. Wir machen jetzt ein bisschen. Schauen, dass wir ein bisschen im Ruf hochkommen bei den Split. Schauen wir mal, dass wir 1-2 Xenon finden, die nicht unbedingt schwer zu knacken sind. Dann können wir auch bei ihren Stationen landen. Und ich möchte in der Hauptstory weiterkommen. Plus, ich möchte bei den Argonen noch eine Station aufbauen. Turbo aktiviert. Ja. Und erreiche System. Wir müssen einfach. Hummel bereit. Hummel bereit. Dann fliegen wir einfach mal straight ahead durch. Split Muli erfasst. Ganz unten. Beim Südtor. Kein Ziel. Das Südtor habe ich gerade Fragmente gesehen. Das ist da drüben. Ich habe es bloß so ein bisschen aufleuchten sehen, kann man so sagen. Weil ich möchte dann nach und nach bei den Splittern zumindest ein bisschen Ruf haben. Sobald wir besser landen können, möchte ich unbedingt die 25 Megawatt Schilde uns holen, weil die wären jetzt halt wichtig. Sehr schöne Schiffe. Aber bei denen habe ich bis in zumindest in X-Balance of Frontier nie wirklich Stationen gebaut. Man muss halt auch ein bisschen schauen, wo man Stationen baut. Ich möchte auch garantiert bei den Boronen eine Station haben oder zwei. Bei den Tiladi möchte ich auch ein paar Stationen haben. Kein Ziel. Und das sollte dann locker reichen. Weil wir müssen es auch so sehen, wie wollen wir da sozusagen weitermachen, weil wir jetzt halt noch ein bisschen die Hauptquest verfolgen. Dann schauen wir dass wir ein paar Stationen noch errichten. Ich weiß, dass wir nochmal zu den Split fliegen, weil ich nicht glaube, dass wir die Schilde bekommen, die ich mir Turbo eingebildet habe. Erreiche System Turox Stolz. Aber dann kriegen wir zumindest die Hauptquest. Hummel bereit. Immer die falsche Taste. Zwei Sektoren. Ich glaube, wir müssen noch einen dritten. Das runter. Split Muli erfasst.
Aber wir könnten eigentlich schon durch das Osttor fliegen und dann durch Südtor. Dann sind wir eigentlich auch in diesem Sektor, wo wir hin müssten, wo wir die Asteroiden scannen müssen, wo wir dann kein Ziel die ganzen Sachen finden. Piraten benutzen oft Transporter. Du hohe Schilde. Und der kann es mit einem Schuss aus dem Weltraum pusten. Möchte ich nicht. Kein Ziel. Ich weiß, wo man Xenon jagen könnte, bei zumindest hier, wenn wir jetzt keine Xenon finden. Man müsste direkt ganz weit runter fliegen und da könnte es dann richtig interessant werden, weil wenn man ganz, ganz runter fliegt zu den Split und eins drunter ist ein angrenzender Xenon-Sektor. Sozusagen feindliches Sektor, aber da sollte man aufpassen. Der, wo drunter ist, ist nicht ganz so schlimm, aber wenn man in den weiteren feindlichen Sektor fliegt, weil dann sind da zwei Trägerschiffe, große und zwei Zerstörer. Turbo aktiviert. So heißen, wir sind da nicht unbedingt willkommen. Übrigens, wenn ihr ein bisschen wissen wollt, wie man zum Beispiel Karten für das bekommt, schaut mal bei Sideswell nach. Da für X-Bound und The Frontier gibt es da Weltraumkarten, dass man ungefähr weiß, okay, wo sind die Sektoren alle drum und dran, wo man weiß, okay, die sind miteinander verbunden, aber man kann zum Beispiel in den nachfolgenden Teilen, muss man erst einmal die Sprungtore dann auch finden, dass man irgendwo anders hinkommt. Bin gespannt, ob man da ein paar zumindest ein schwaches Xenon-Schiff haben, so ein Scout. Die überleben meistens nicht lang, aber ich hoffe zumindest. Dann können wir zu den könnten aber zumindest zu den Teladi fliegen, weil die haben 5 Megawatt Schilde. Und die könnten wir uns garantiert schon holen. Erreiche System Schins Wolken. So. Hummel bereit. Kriegen wir ein Xenon-Schiff. Vielleicht. Und erst einmal dann die Xenon zu treffen, das wird noch eine richtig interessante Angelegenheit. Und dann werden wir mal dieses ganze System umkrempeln und schauen, wo dieses Erz ist. Okay, das waren. Nee. Okay, diese Dingsingen kriegen wir eh nicht. Asteroid. Ein Asteroid ist eins der kleinsten. Okay.
Asteroid. Ein Asteroid ist eines der kleinsten. Das könnte jetzt halt ein bisschen dauern, bis wir das finden. Und ich wette mit euch, wir werden so garantiert drei oder vier Mal den gleichen Asteroiden gefühlt abfliegen. Bis wir ihn gefunden haben. Außerdem, ich denke eh, dass unsere Station. Ein Asteroid ist ein einiges an Geld auch noch abwirft in der Zeit, wo wir jetzt halt noch ein bisschen suchen und auch herumfliegen. Ein Asteroid ist ein. Und dann können wir noch mal ein bisschen Geld verdienen gehen. Ein Asteroid ist eines der kleinsten. 64, das wäre super. Bei so einer hohen Ausbeute, wenn 64, bekommt man extra, so viel ich weiß. Ich bin bei den anderen Teilen ist so, bei dem weiß ich, bin ich mir nicht ganz sicher. Ein Asteroid ist eines der kleinsten. Es ist zumindest in X3 Terran Conflict und Albion Prelude so. Ein Asteroid ist eines der kleinsten natürlichen Objekte, die man im freien Raum antreffen kann. Eines unbekannten Minerals. Jetzt nicht zu davor kaputt gehen. Ich bin extra weit hingeflogen. Nicht dein Ernst. Turbo aktiviert. Kann ich mir das merken, wo das ist? Computerwerk Alpha. So. Da ist das Westtor. Das ist jetzt ärgerlich, dass der Asteroid nicht kaputt gegangen ist, weil ich schreibe mal auf, in der Nähe des Computerwerks ist das, was wir brauchen. Ziel. Und wie es der Zufall so will, ich habe keine Stifte in der Nähe. Okay, dann muss ich es mir irgendwie merken. Hoffe ich zumindest. Wir wurden gescannt von Split Wolf. Jupp, danke schön. Ins Feuer erfasst. Hm? Nee, jetzt schauen wir mal, dass wir kurz andocken können, weil das hat mich jetzt gerade sehr verwundert, dass Turbo die Rakete aktiviert. Nicht so weit geht. Erreiche System, Ins Feuer. Wir gehen jetzt auf Xenon-Jagd. Jetzt
Das hat mich gerade getriggert, dass die Rakete nicht. Direkt dieses Target zerstört hat. Und bis wir da sind, sind diese Schiffe garantiert zerstört worden. Hoffentlich zumindest nicht. Sonnensplit, Skorpion, ein Vorgängermodell dieses Schiffs, kämpfte in der Bohrenschlacht und erwies sich als mächtiger Gegner. Sein einziger Nachteil ist seine nicht allzu hohe Geschwindigkeit. Jedoch wird diese Langsamkeit durch die aggressiven Kampftaktiken der Splits. Die Splits sind ein sehr aggressives Volk, so gesehen. Jetraum, Sonnenkraftwerk, Beta, erfasst. Ein Ziel. Split, 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 Handelshafen. Erfasst. Fliegen die uns jetzt halt weg? Das wäre jetzt halt unschön. Unbekanntes Xenon-Schiff. Erfasst. Erdmine, Delta, erfasst. Nee, die fliegen uns weg. No, komm. Ich flieg weiter südlich. Was anderes bleibt mir gerade eh nicht. Ziel. Ja, in dem Punkt ist halt ein verbesserter Antrieb schon Gold wert. Ich glaube, das werden wir auch machen. Unseren Antrieb verbessern. Weil dann sind wir nicht ganz so lahm. Bisschen weiter hoch. Ah, jetzt sehe ich die Punkte schon. Die Lichtpunkte, da müssen wir hin. Familie Chin, Split Pirat, Split Unbekanntes. Das Xenon M ist ein Kampfschiff, das zuerst im Xenon-Konflikt eingesetzt wurde. Es war schnell und tödlich und wurde von seinen Piloten furchtlos eingesetzt. Viele dieser Schiffe wurden tatsächlich für Kamikaze-Flüge verwendet, um Trägerschiffe und Zerstörer der Argonen zu vernichten. Ziel in Feuerreichweite. Ich habe ewig nicht mehr gespeichert. Genau das ist eines der Probleme. Auch hier kann hier zu zielen. Ist
Ich versuche eigentlich immer hinter Feind zu bleiben. Das war schon immer meine Strategie. Oh, und die Steuerung ist super. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen, um dieses Xenon-Schiff zu zerstören. Bestimmt ein bisschen dauern. Bleibst du stehen? Will ich doch bloß kaputt machen. Die an deiner Station schießen kann. Wäre schon lang kaputt. Das ist, wäre nämlich das Gute, aber darum möchte ich auch später ein bisschen bessere Laser haben, weil dann haben wir da auch es leichter. Weil stärkere Laser bedeutet viel, viel mehr Schaden. Wir haben es ja fast. Man sieht es schön an dieser roten Leiste rechts bei unserem Zielvisier. Sind wir ungefähr. Die Familie Chen und die Split-Dynastie erkennen ihre wertvolle Unterstützung dankend an. Puh. Ich würde jetzt gerne speichern. Weil wir um unseren ersten Kampf gegen ein Xenon-Schiff gehabt. Und es ist nicht unbedingt einfach, gegen Xenon-Schiffe zu kämpfen. Ich hoffe, dass wir nicht noch eins brauchen. Split. Wir sind noch Feind. Das bedeutet, glaube ich, schon, dass wir noch nicht landen dürfen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir das noch nicht dürfen. Raketenfabrik Alpha erfasst. Diese raumgestützte Raketenfabrik. Ja, die würde das herstellen, was wir brauchen. Bitte lass mich andocken. Ich bin noch Feind, aber ich bezweifle es. Er ist Lirak positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Wir dürfen. Sau cool. Dann können wir endlich speichern, ein paar Raketen holen und uns endlich. Ah, oh, ist das schön. Da fällt mir gerade so ein richtig schöner Stein vom Herzen. Andockmanöver erfolgreich. Heil der Familie Chin. Verschwinden Sie, bevor wir das Feuer eröffnen. Die Split-Dynastie verweigert Ihnen an Bord der Raketenfabrik. Nicht erwünscht ist. Saugeil. Die Split mögen uns. Nicht. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Installiert. Und wir speichern. Seit hier. So.
auch gespeichert, wenn wir sterben sollten. Haben wir zumindest. Wir haben. Jetzt sind wir Kreatur, weil wenn wir auch ein paar Sachen von den Split nämlich kaufen, erhöht sich der Ruf. Übrigens in den nachfolgenden Teilen ist es so, ihr könnt nicht, wenn ihr gerade mal andocken könnt, könnt ihr Sachen verkaufen. Aber ihr könnt zum Beispiel keine Rummelraketen kaufen. Ihr müsst dann schon in Rang viel höher steigen, damit ihr dann irgendwelche spezielleren Sachen kaufen könnt. Zum Beispiel 25 Megawatt Schilde, da braucht man dann schon eine ziemlich lange Zeit, bis man überhaupt das dann kaufen kann. Weil das hat sich in den anderen Teilen nicht unbedingt geändert. Man selber kann keine 25 Megawatt Schilde zum Beispiel bei den Argonen, Boronen kaufen und Teladi. Die haben Stationen, die das herstellen können zum Teil, aber man kann keine eigenen bauen. Aber man kann halt dann andere Schilde dann herstellen und so weiter. Das ist dann von Rasse zu Rasse auch unterschiedlich. Man kann es dann auch zum Beispiel bei den Boronen fliegen wir dann später nochmal hin. Dann kann ich ja mal zeigen, was die Boronen für Stationen bauen können und die Argonen. Ich glaube, die Boronen können keine Quantumröhrenfabrik zum Beispiel bauen, aber dafür sehr, sehr viele Waffen, glaube ich, können die sehr herstellen. Erreiche System, unterschiedliche. Wolken. Dem in der Nähe war ja das. Ich glaube, der war's. Dieser Asteroid, den